Hallo Menschen, heute möchte ich über Die Letzten und die Ersten Menschen von Olaf Stapledon sprechen. Das ist ein 1930 erschienener Klassiker des Science-Fiction-Genres, in welchem 2 Milliarden Jahre Menschheitsgeschichte behandelt werden. Und diese Prämisse klang so interessant. Ich war wirklich gespannt, wie er diesen Zeitraum in einem Roman festhalten will. Muss aber zugeben, dass mir die Ausführungen dann nicht ganz so gut gefallen haben wie die Idee dahinter. Dadurch, dass es eine Art zukünftige Historie ist, beziehungsweise Stapledon nennt es eben selbst einen Mythos der Zukunft, haben wir fast nur erzählende Elemente. Also uns wird eigentlich alles so erzählt wie in einem Geschichtsbuch. Das heißt, es gibt kaum Dialoge. Um genau zu sein, erinnere ich mich nur an eine einzige Stelle, in der mal auf zwei Menschen eben gezoomt wurde quasi und deren Dialog wiedergegeben wurde. Und wir haben eigentlich auch keine Protagonisten, sondern immer nur so große Zusammenschlüsse. Also das in Im ersten Teil des Buches steht zum Beispiel oft dort, Deutschland machte das und das und die USA reagierten so und so. Oder je weiter sich die Menschheit eben entwickelt und neue Arten hervorbringt, steht dann eben auch sowas dort wie die fünften Menschen machten das und das. Aber es gibt eben keine Individuen, sondern immer nur Gruppen. Teilweise fand ich das auch so ein bisschen problematisch, weil er eben so gewisse Aussagen zu ganzen Rassen macht und auch ein fragwürdiges Frauenbild vielleicht so ein bisschen hat, aber man muss andererseits auch sagen, dass die Beschreibungen nie negativ waren, sondern eben kollektiv. Also es stand eben immer sowas wie dort wie, ja okay, alle Afrikaner machen jetzt nun mal das und das und es bleibt auch einfach vielleicht keine Zeit für abweichende Einzelmeinungen, sondern es wird immer nur so das große Ganze erzählt. Also selbst wenn jetzt vielleicht in Afrika eine kleine Gruppe gegen die aktuelle Meinung irgendwie rebellierte, steht das nicht in dem Buch, sondern es ist immer so, okay, Afrika machte dann nun mal das und das im Endeffekt, selbst wenn es erstmal irgendeine Rebellion niederschlagen musste. Und ich glaube, mir wären ein paar abweichende Meinungen manchmal lieber gewesen. Genauso oft gibt es Momente, in denen der sowas sagt wie, okay, es wäre zwar jetzt interessant, diesen einen Punkt etwas näher zu behandeln, aber wir haben keine Zeit, wir müssen jetzt weitermachen. Und ich wusste ganz, ganz oft, war es wirklich das, was mich interessiert hätte, was er halt jetzt überspringt. Denn er muss halt irgendwie diese 2 Milliarden Jahre in 450 Seiten kriegen, aber wenn man halt irgendwie immer nur das große Ganze hat, fehlt mir zumindest so dieses kleine Besondere. Das hätte ich gerne etwas öfter gehabt. Ich muss auch gestehen, so ab der Hälfte des Buches trat bei mir eine gewisse Übersättigung ein, sodass ich mir dann ganz oft dachte, okay, die Menschheit geht mal wieder unter. Das hat mich dann ehrlich gesagt nicht mehr wirklich interessiert. Das war halt eine ständige Wiederholung. Also irgendjemand führt Krieg, danach sehen sich alle nach Frieden, es gibt eine Art Weltgemeinschaft, dann kriselt es wieder irgendwo und zwei führen Krieg, danach sehen sich alle nach Frieden und wollen wieder eine Weltgemeinschaft und so weiter und so fort. Langsam hat mich das nicht mehr ganz so interessiert. Ich habe auch gemerkt, dass ich das Buch nicht mehr so gerne in die Hand nehme. Wir haben halt wirklich keinen direkten Plot, dem wir zu einem gewissen Ziel hin folgen. Andererseits ist das zugegeben auch sehr, sehr interessant, dass eben dieser Fortschrittsoptimismus und überhaupt eine Sinnhaftigkeit in unserem Dasein bezweifelt wird, dass das eventuell nur eine Illusion sein könnte, denn so ist es ja. Es hat ja kein Ziel, auf das das hinausläuft. Die Evolution des Menschen geht halt voran. Verschiedene Menschenarten gehen unter. Wir sind am Ende beim 18. Menschen, glaube ich. Und ob da ein Sinn dahinter liegt, das ist ja nicht gegeben, aber ich hätte halt gerne in einem Roman einen Sinn, muss ich zugeben. Mir gefällt auch an sich irgendwie die Idee, dass das Individuum in der großen Menschheitsgeschichte halt vollkommen unwichtig ist, dass das total untergeht, dass es eben nur um das große Ganze geht. Und er hatte halt auch so kleine Einzelideen, die ich wirklich toll fand. Zum Beispiel gibt es einmal eine Mars-Invasion, eben nicht von kleinen grünen Männchen, sondern das sind mikroskopisch kleine Wesen, die sich in so Art Wolken zusammenfinden und ein Schwarmbewusstsein und eine Schwarmintelligenz dann eben auch haben. Und das finde ich für 1930 eine wirklich gute, fortschrittliche Idee. Das kann ich ihn nur loben. Und vielleicht bin ich da sehr unmodern. Aber irgendwie hätte ich schon gerne auch ein paar Protagonisten gehabt, die vielleicht dann in ihrer jeweiligen Zeit eben irgendetwas erleben, was mir die Gesellschaft so dahinter so erklärt hätte. Weil in diesem Buch haben wir halt wirklich nur dieses Telling und keinerlei Showing. Uns wird alles gesagt, wie es ist und es gibt keine Situation, in der irgendetwas beschrieben wird und wir müssen uns vielleicht selber Schlüsse daraus ziehen, sondern es wird eben alles gesagt und erzählt. Das ist nicht so meine bevorzugte
Romanform, weil man das dann halt nicht wirklich selber erlebt, habe ich das Gefühl. Anderen könnte es vielleicht besser gefallen. Dazu muss ich auch noch anmerken, dass die Sprache meiner Meinung nach absolut unbeeindruckend ist. Ich meine, man könnte sagen, dass es zum Buch passt. Es ist halt sehr nüchtern. Aber ich kann euch halt jetzt wirklich kein einziges schönes, herausragendes Beispiel vorlesen. Das ist auch Geschmackssache. Ich mag halt, wenn Literatur auch durch eine schöne Sprache hervorsticht. Das ist hier leider nicht zu finden. Im Großen und Ganzen kann ich sagen, dass ich die Idee dahinter viel mehr mochte als die Umsetzung. Und ich würde es eigentlich auch nur Menschen empfehlen, die vielleicht schon sehr viel Science Fiction gelesen haben und von den gängigen modernen Topoi sowie Space Opera oder Dystopien eigentlich schon genug haben und jetzt mal so etwas Gigantisches, aber vielleicht auch eher Trockenes lesen möchten. Denn also ich gestehe dem Roman absolut zu, was er für das Genre getan hat. Er hat so viele Ideen gebracht, die inzwischen halt feste Topoi sind. Also solche Sachen wie Terraforming und Genetic Engineering, das kommt hier wohl mit so zum ersten Mal vor. Das ist, finde ich, für 1930 schon eine ganz schöne Leistung, dass man sich das halt so ausgedacht hat. Aber leider wird daraus nicht so der beste Roman, den ich jemals gelesen habe. Diese Ausgabe hier ist jetzt ganz neu raus, weil die alte, die erste Übersetzung wohl schon vergriffen ist. Ich fand das auch übrigens eine ganz nette Sache, dass das glatt 25 Euro kostet. Ich hasse diese 24,99 Sachen. Dafür ein Lob an den Verlag, es ist auch eine sehr, sehr schöne Ausgabe. Da diese Neuauflage jetzt ganz frisch rauskam, kann ich mir noch gar nicht vorstellen, dass das jemand von euch schon gelesen habt. Falls ihr vielleicht eine Empfehlung habt, die zwar auch so die Menschheitsgeschichte behandelt, aber vielleicht eher so an einzelnen Beispielen, daran wäre ich wirklich interessiert, denn mir war es hier doch etwas zu trocken. Und ansonsten danke ich euch fürs Zuschauen, freue mich über Kommentare und hoffe, wir sehen uns das nächste Mal.